Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simutrons Kooperation, und zwar das Ganze mit dem Comic Pack 192. Ja, wir sind dabei und versuchen gerade die grüne Wiese hier wegzukriegen. Ich glaube, die Musik war ein bisschen laut, die habe ich gerade noch ein bisschen kleiner, leiser gestellt. Ich weiß gar nicht, ob das im Video auch so laut war. Für mich war es auf jeden Fall so laut. Und ja, was war da? Schaue ich jetzt mal. Warte, erstmal das. Ja, da sind wir richtig unterwegs. Hier war Saarbrücken. In Saarbrücken hatten wir hier die Pferdekutsche und die soll nur noch mit einem km/h fahren. 4 Passagiere und da sind 3 Passagiere. Also 2 km/h hat sie schon mal. Und 3 km/h auch. Okay, die beschleunigt jetzt etwas langsam. Ich habe so ein. Die ist jetzt nur halb voll, fährt 4 km/h und naja, okay. Das Entscheidende ist, die macht genauso Minus wie die anderen auch. Und aus diesem Grunde wird es so sein, dass es total egal ist, wie schnell die fährt. Und nein, egal ist es nicht. Es wäre schön, wenn die schneller fährt. Und warte mal, das war jetzt Rathaus und das ist der andere. Wie viel stehen da? Da stehen auch 2. Würde ich gerne gerade gucken, wie viel Fahrgäste wir hier zusammenkriegen, und die Kutsche ist jetzt auf voller Geschwindigkeit, oder wie sehe ich das? 8 km/h. Okay, wie schnell fährt denn eine andere Beladene? Gute Frage, ne? Wo ist die nächste Stadt? Mit einer Kutsche dran. Finden wir so eine Stadt? Wahrscheinlich nicht. Wo geht's denn hier hin, bitteschön? Da ist ein Zug. Ich glaube, wir sind irgendwo an einer. Ah, da ist eine Stadt, Siegen nennt sie sich, hat aber leider keine Postkutsche dabei. Ja, machen wir mal so, dass wir das. Ach, ist auch doof, Blödsinn, so jetzt, ne? Das zu machen, es wäre sinnig, einfach eine neue Linie umzubauen oder neue. Alte. Da oben ist eine Kutsche, die fährt. Ah, 13 km/h. Maximal 18. Ja, die ist gerade wieder voll geladen, 5 von 6, 3 km/h. Könnte maximal 18 km/h fahren. Warum fährt die nicht schneller? Das ist die Frage, ne? 4 beschleunigt jetzt. Ja, ich glaube, die 2 Pferde machen es schon aus, ne? Also da werden wir jetzt gleich gucken, dass wir das hier tauschen. Das bringt ja dann nichts. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da wieder reinzoome. Machen wir hier mal ein Doppelgespann raus und eine Kutsche dran, ne? Und der Fahrplan ist hier Stadtbus Saarbrücken. Stadtbus SB müssen wir haben. Da. Und starten das Ganze. Ist nur die Frage, die ist auf dem Weg und die schicken wir die wieder rein. Gute Frage, ne? Machen wir da gerade nicht laden, die andere kommt ja schon und die fährt auch eine ganze Ecke. Die wird ja auch dann aufgehalten werden, bringt also nichts. Das heißt, die müssen wir wieder zurückschicken. Wenn die nicht geladen hat, kommt die ins Depot. Aber wir können das ja auch hier über... Sollten wir das so machen? Komm, wir machen das so hier aus, mustern den leer. So, dann ist sie weg und die andere fährt schon wieder. Passt schon, oder? Ach so, das war jetzt eine andere Kutsche, wo wir wissen wollten, wie schnell die fährt. War jetzt gerade am Überlegen, was ist das jetzt für eine Anzeige, ne? So, 6 warten, das ist auch richtig was unterwegs hier. Wir wollten aber eigentlich ganz anders einsteigen, weil war das denn mit dem Ding? Der Let's Play-Zuschauer war das, ne? Der hatte uns das gesagt mit der Kutsche. Wir wollten jetzt hier eine Lokomotive oder eine Linie mit Loks ändern, und zwar die Stuttgarter Linie, die hier unten steht, die momentan sogar richtig Geld abwirft. Stuttgart, Reutling, Ulm, ja. Ja, fahren wir da mal hin. Oder wie man es auch machen will. Fahren ist was anderes. Oh, guck mal, in Stuttgart wird Schach gespielt. Ja, wir haben hier auch gleichzeitig schon den Dingens. Den mache ich mal zu, weil das jetzt gerade schlecht läuft, und wir werden dann hier eine Lok aus dem Schuppen holen.
paar Anhänger dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und den Postwagen. Und der Fahrplan ist halt von hier nach Reutlingen. Dorthin. Das gibt eine neue Linie. Und zwar Stuttgart RT Reutlingen, ne? Passt so. Und lassen die auch starten. Dann wir könnten ja von der anderen Strecke auch einen Zug runternehmen, ne? Machen wir aber nicht. So, die haben wir schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fahrplan, ja, da hätte ich jetzt bei Reutlingen bleiben können. Das war jetzt nicht so ganz geschickt. Nach Ulm. Ankommende Züge immer auf dem Gleis. Sollte so passen. Neue Linie. RT. UL. Das ist es dann und er kann auch starten. Und ja, dann noch eine neue Lok. 6. Den dazu. Fahrplan ist hier. Und dann geht's, glaube ich, schon nach Ingolstadt, ne, oder? Ja. Und zwar dahin. Und das ist dann auch eine neue Linie. Ulm in für Ingolstadt. So. Den lassen wir starten und jetzt müssen wir mal die andere Linie bearbeiten, denke ich. Und dann machen wir das so, dass wir von dieser Linie mal gerade gucken, wo der unterwegs ist. Landshut fährt der gerade, also der ist jetzt nicht der geeignete. Obwohl, der wäre der geeignete, um es umzubauen, ne? Der fährt auch nach Landshut Rathaus. Der ist auch auf dem Landshuter Weg unterwegs. Die sind alle auf dem letzten Stück unterwegs. Auch interessant, ne? Gibt's das denn? Staunen die sich da irgendwie oder was? Ja komm, der letzte soll dann nicht laden, weil der fährt nämlich dann die Strecke da lang. Dann baue ich gerade noch schnell eine neue Linie und zwar von hier nach Landshut. Aber Regensburg ist ja auch noch da, ne? Landshut war hier unten. Interessant. Das ist hier dann in Waldstadt nach LA für Landshut. Gut, wenn der gleich leer ist, dann fährt er die andere Strecke dann, ne? Okay, das haben wir. Dann könnten wir... Haben wir denn Landshut? Regensburg? Wer fährt denn nach Regensburg? Regensburg REG war das, ne? Fährt einer überhaupt hier nach Regensburg? Ich sehe gerade keinen. Es muss ja eine längere Verbindung dann sein, die dann da fährt, oder? Hier haben wir in der Namensnennung so eine kleine Lücke drin.
Den machen wir mal so, dann ist das besser aufgeteilt. Sieht einer hier Reck? Ich sehe es gerade nicht. Nee. Nee. Mit Regensburg gar nicht. Ach, das ist auch R und nicht. Ah ja, alles klar, das ist nur ein R. Wie komme ich denn auf REG für Regensburg? Das ist ja Quatsch, ne? Gut. So, da ist noch ein schicker Zug, der fährt jetzt nach Ingolstadt. Könnten wir ihm eigentlich die neue Linie geben, ne? Der. Und Ingolstadt Fahrziel ist richtig, dann passt das doch schon, oder? Alle bleiben sitzen und ist gut. Gut, dann kriegt er gleich Ingolstadt Landshut, ne? So, der fährt noch, der steht schon. Weil ich glaube, Ulm, Ingolstadt ist die längste Strecke. Macht Sinn, wenn da einer mehr drauf auf jeden Fall ist. Und hier, der ist es schon. Wen haben wir da? Ah, der fährt jetzt gerade los. Ah, der hat auch zig Sachen mit. Fährt nach Ingolstadt mit 270 Passagieren. Oder das ist ein Postzug. Okay. Lass den erstmal fahren noch. Der steht kurz vorm Bahnhof, hat 6 Sack Post für Landshut dabei. Dann machen wir den mal für nicht laden. Und der wird dann München-Landshut fahren. Da müssen wir eine neue Linie machen. Von hier nach München, und das war doch hier, und dann links abbiegen, ne, oder? Hier ist München. Gut. Landshut. München. Und den haben wir auf Licht laden, der soll dann da rüberfahren, ne? So, Fahrplan bekommt er neu. Landshut. Habe ich die Linie noch nicht abgeschlossen? Doch, ne? Doch, ist da. Der Fahrplan ist schon offen, ne? Oder wie? Wo ist er denn? Da ist er. KL, oder? Bin ich jetzt auf dem Holzweg irgendwie? Nein, ne? Ach, der da ganz nach oben und macht. Interessant. So, der weiß, wo er hin muss, oder? Der kann auch wieder laden. Fahrplan Landshut. Sieht so aus, als ob er jetzt gerade hier ankommt, oder? Und hat auch schon gleich geladen. Wunderbar. Der wird dir dann positive Zahlen sofort schreiben können, oder? Gut. Diese Linie müssen wir noch dann ein bisschen ausmisten, oder? Das ist jetzt hier er unten, der fährt immer noch nach Landshut und der ist der Postzug sozusagen, ne? Den müssen wir gleich irgendwann mal da runternehmen. Gucken, wie der sich entwickelt. So, dann haben wir diese lange Linie auch weniger lang. Das ist, glaube ich, nur noch der Postzug. Der fährt aber miese ohne Ende ein. 151 Sack Post. Ja. Bei dem anderen hätten wir das natürlich jetzt genauso machen können, ne? Ein Postzug, aber der wäre auch mit Miesen durch die Gegend gefahren. Das lohnt sich also auch nicht. Der kommt jetzt da unten gerade um die Ecke gekrochen.
Wir haben einen, der Landshut München fährt. Das ist der hier unten auch schon. Das heißt, wir sollten vielleicht die andere Strecke München. Wo ist das denn? Was war das? Regensburg? Ne, ich glaube, der fängt mit M an, wie München, ne? München, Landsburg, Regensburg. Da können wir dann gucken, wo er gerade ist. Fährt gerade in München ein. Der sollte dann nur noch Landshut Regensburg fahren. Müssen wir dann die Linie umändern hier. Ach, der dreht da hinten. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, wo fährt der bitte schön hin? Aber dann passt das ja. Linie ändern. Kann ich auch so machen. Löschen wir München raus. Löschen wir Landshut raus. Dann passt das gleich, aber ich warte erst, bis er durchgefahren ist. Dann weiß ich, dass er auf der anderen Strecke auf jeden Fall unterwegs ist, ne? So, ich glaube, er fährt wieder. Das heißt, wir können ihm jetzt auch sagen, hier, tschüss. Das ist der Zug hier, aber wir müssen gerade hier noch rein. Und dann hat es hier auch geklappt. Ein Fahrplan ist, Landshut-Regensburg passt. Gut. Dann ist der auch passend unterwegs. So, und dann haben wir sicherlich noch einige Strecken. Aber die können wir gar nicht alle umändern, ne? Was macht unsere Bilanz? Unsere Monatsbilanz. Oh, ganz, ganz schlecht. Ja, hier zum Beispiel ist schon wieder eine Postkutsche fällig, ne? Da sind auch genug Fahrgäste. Ne, da sieht gar nicht so aus, als ob es. Aber da würden auch genug Gäste stehen. Ja. Hier hin ist abgedeckt, ne? Ich mach das mal dahin. Und ändern wir die Stadtbuslinie. Gucken wir mal gerade hier rein in die Statistik. Sowieso immer Minus gemacht, ne? Müssen wir die Linie ändern. Da, Stadtbus München ist das dann. Linie ändern. München nach München-Jutta-Hipweg. Und dann fährst du bitteschön zum Rathaus zurück und fährst dann dahin. Dann wieder zum Rathaus zurück und dann passt das schon. Gut. Was haben wir hier? Keine Saarbrückener Fahrgäste. Da kommt aber gerade das Pferdchen. Hier haben wir nochmal Saarbrücken. Da warten 9 Passagiere. Davon wollen 3 zum Kuchengarten, zur Kuchengartenstraße. Und welches Gespann ist das jetzt? Ist es das? Ja, das ist das Saarbrückener Gespann. Und Statistik sieht wahrscheinlich ganz mau aus. Ja, ist so. Können wir vergessen, ist so. Wir haben das getauscht, passt auch. Warte, gehen wir gerade nach Saarbrücken, weil dann können wir... Ach, den haben wir sofort aufgelöst, den Verband, der ist da gar nicht mehr drin, ne? Dann passt das. Hier unten haben wir Landsburg, Landshut, München. Der fährt gut weiter. Hier sieht's... Ja, das sagt... Da richtig gut aus einmal, ne? Aber leider jetzt nicht. Sind wir da 29. September und haben gleich weniger. 267, okay, jetzt können wir es besser sehen.
Wäre schön, wenn wir noch ein paar schöne Zahlen dabei kriegen, ne? 30. September, es gibt nur den 30. September und dann ist der Monat zu Ende. Sehen leider keine Zahlen gerade hier. 200, ja, da kommt er wieder hoch leicht. Aber es steigert sich zu wenig. Da ist der Monat schon wieder durch. Was haben wir hier? Steckt fest. Er blockiert da wen? Okay. Speyer. In Speyer haben wir irgendwie ein Problem mit dem Zug. Das hatten wir aber letztens doch schon mal, oder? Oder? Und das war, weiß ich gar nicht, wer das jetzt war, ne? Müssen wir nochmal gucken. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Warum der eine den anderen blockiert. Kaiserslautern Rathaus. Und er ist Mannheim Rathaus. KLSPMA. Und der andere, habe ich den jetzt nicht aufgerufen, oder? Schon wieder zugemacht. KL Mainz. Die treffen sich dann da immer. Schön, ne? Da müssen wir schnell noch was machen. Signal dahin. Und das war's da in der Hinsicht. Diesen Zug gerade auswählen. Und Fahrplan einmal retour, bitte. Oder kommt der gerade frisch? Der kommt gerade frisch, ne? Jetzt fahren wir zum Depot, das ist auch besser für dich so. Jetzt müssen wir diesen hier nehmen und das Signal da wegmachen. Und dann können wir das Signal auch wegmachen. Ich hoffe, er fährt hier über das Signal hinaus. Und dann können wir ihm jetzt das Depot gleich klauen. Macht er auch. Dann sollte er eigentlich... jetzt in die richtige Richtung fahren. Ich will mal hoffen, dass das jetzt passt. Das ist ein Münchner. 29 Passagiere, 5 Sack Post. Ah, das ist jetzt der andere, der da kommt. Das ist ja schon mal gut. Der muss da vorne warten und darf da nicht einfahren. Dann kommen wir dahin. Ja, sieht gut aus, oder? Der fährt links rum, passt. So, wen haben wir hier? Speyer Rathaus, kann zu. Der Monat war rum und hat uns ein ganz klein bisschen eine Steigerung gebracht. Wir haben 14,7 Millionen Minus. Wir haben noch 6 Millionen im Petto. Der Zug fährt da auch um die Ecke, passt. Das ist zuzumachen hier. Gucken wir rein, was haben wir hier jetzt? Landshut Regensburg. Fährt, hat auch gut Passagiere. Wollen wir hoffen, dass die Zahlen dann auch besser werden. Ja, und das ist, glaube ich, der einzigste Zug, den wollen wir umändern. Der soll einen anderen Fahrplan kriegen. Und zwar soll der zwischen Ulm und Ingolstadt fahren. Und das passt ja dann gleich auch, ne? Fahrziel als erstes natürlich Ingolstadt, weil er, glaube, da auf der Brücke schon ist, ne? Genau. Fährt. Und er hier, was hat er? Ist das der letzte Zug auf der Strecke? Ach so, da müssen wir da vielleicht reinblättern. Ja.
Ja, das heißt, der fährt ohne zu laden da erstmal durch die Gegend und dann müssen wir dann gucken, wie es wird. Gut. Ja, da stehen reichlich Leute. Erlangen, ja, da müssen wir auch noch dran dann. Das ist die nächste Runde, ist Erlangen-Nürnberg die Geschichte, dass wir da das dann gucken. Gucken wir dann von hier aus weiter, denke ich mal. Was machen unsere Züge gerade? Ja, wenig gewinnen, ne? Schlechteste ist der. Ja, das sind alles große Zahlen, die da ins Minus laufen. Wir haben bestimmt gar keine Zahlen, die ins Plus laufen. ...2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 4000, das ist, ne? Schlecht. Das macht so eine Saxonia hier, da fahren auch nur 16 mit. Können da also bleiben. Die Aachener sind da ganz zufrieden wohl. Hier haben wir noch auch nicht voll. Können wir auch so laufen lassen wahrscheinlich. So, 8000, 9000, 9000, okay, da sind natürlich ein paar Züge dabei, die uns auch die 10.000er, 17.000, 17.000 auch die richtigen Pluszahlen hier rüberbringen. 20, 23, ja, es gibt auch Züge, die richtig Geld einfahren. Ah, ist da auch eine bei, die wir schon neu gemacht haben? Ich glaube nicht, ne? Okay, das sind die Kohlezüge. Hildesheim-Göttingen, guck mal an. Da ist einer bei, der richtig was abwirft. Der ist ausgelastet. Da müssten wir mal gerade in Hildesheim oder in Göttingen gucken, wie da die Verbindung ist, ne? Was da auf dem Gleis steht und dahin will. Über Göttingen Rathaus, 595. Es hört sich so an, als ob wir da vielleicht noch einen zweiten draufsetzen können, ne? Wir stehen in Göttingen, aber da stehen nur 116, die dahin wollen. Ja, zu wenig, würde ich sagen. Erstmal müssen wir überlegen, ob wir das machen oder nicht, aber da kommt demnächst auch Durchgangsverkehr mehr wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Gut, Hildesheim-Göttingen war ganz positiv und sonst noch keine neue Linie, die positiv dabei ist, so wie ich jetzt im ersten Augenblick sehe. Hier ist Dortmund-Hamm, das ist... Ne, das ist auch nicht... Ha, hier Hildesheim, Hannover-Hildesheim, das ist die nächste Strecke, die wir umgebaut haben und auch noch ein Plus einfährt. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, die Runde ist schon wieder weit fortgeschritten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.